Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part von Let's Play FIFA 16 Karrieremodus. Ihr seht schon im Hintergrund, spielen wir heute das erste Spiel unseres Freundschaftscups. Hier unten sehen wir nochmal die Tabelle eingeblendet. Wir spielen heute gegen FC Barcelona. Wir starten, denke ich, auch direkt einfach gleich mal rein, machen hier automatisch, weil ich die Aufstellung eh gleich nochmal ändere. Trikots spielen wir in Rot, geben Barca die blauen Trikots. Oben seht ihr meine Einstellungen. Auf Weltklasse, 4 Minuten Halbzeitlänge. Ich denke, wir probieren es direkt mal mit Rashford. Den will ich mal ausprobieren. Möchte hier noch mit Lindegaard mal spielen. Januzaj kriegt auch seine Chance. André Herrera. Verteidigung geben wir auch Jones mal die Chance. Romero. Warum denn nicht? Probieren wir noch. Ja, Fellaini. Sonst noch jemand? Ja, Rojo und Valencia sind hier noch auf internationaler Reise. Ja, und das denke ich ist ganz okay. Die nehmen wir auch ruhig mit. Warum nicht? Rooney lassen wir einfach mal drin. Und dann starten wir auch direkt einfach mal rein in unser erstes Testspiel gegen den FC Barcelona. Ja, das erste Spiel in unserer Karriere jetzt hier heute. Entschuldigung. Und ja, gehen das ganz entspannt an. Haben eine harte Gruppe mit Barca, Juve. Und die Whitecaps, also denke, die Whitecaps sind am möglichsten zu schlagen. Lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber Barca schont hier, denke ich, auch Wir relativ viele freuen uns auf ihrer dieses Topstars. Rückspiel im American Challenge Turnier. Was erwartest du dir von diesem Relativ ihre Spiel? Topstars. Bayern Dann macht München man ein war bisschen eigentlich leiser überlegen. kurz. Wie wichtig Und sind dann diese geht's zwei weiter. Themen? Von daher dürftest du Zumindest heute im Spiel. Ja, auch mit dem heutigen Fellaini, Gegner Herrera, Manchester schön. In United Amerika spielen wir hier, gegen glaube den ich, da hinten steht FC es auch American Barcelona. Challenge Cup auf den Und Banden. die Einblendung Und wir zeigt kommen gleich mal uns, über wie außen. Manchester Ah, United Ivan heute Rakitic spielt. auf dem Platz bei Barca. Offensiv ausgerichtet sind sie heute mit Vidal, dem da Kies Costa 4-5-1. da. Hier sehen wir die heutige Aufstellung Ah, von Barca. Vidal. Sie Douglas werden heute Costa. über die gute Nicht Douglas Form Costa, deshalb natürlich auch nicht das 4 Douglas 3 Costa. Entschuldigung, Douglas heißt er einfach. Alex. Da hab ich gerade ein bisschen vertan. Super Flanke. Oh, da kommt die erste gute Flanke. Von Barca. Oh, ich Jetzt sehe da können sie auch neu Luis aufbauen und es gibt Suarez Abschluss. auf dem Feld. Ja, Romero ist da Abschlag. Lang nach vorne. In der Da kommt man Abwehr nicht haben durch. sie Handlungsbedarf gesehen, deshalb jetzt auch dieser Transfer. Rakitic verliert Ein das Ding an interessanter Jones Spieler für Rooney. Liverpool, Ja, wieder dem zu es lange um gebraucht. Stabilität geht. Und er darf heute seinen Ja, Weg im Rakitic. neuen Wieder Team Rooney beschreiten. stark Also gemacht. Druck über die Flügel Herrera. machen. Er sorgt Hofft, dass da offensiv außen weiter einer für mithilft. Kommt Möglichkeiten, sich keiner. da Wieder natürlich schwer Douglas. rauszuholen. Piqué jetzt am Der Ball. Er spielt Piqué, ihn Barca zurück, hält gut den da Ball hier drüber. ruhig und das ist ein Riesenfehler von Da kann Piqué. er Das sich ist den so Ball Rashford, holen. der schnell umschaltet mit Rooney. Und da ist Herrera, André Herrera wieder zurück auf Rooney und dann steht es 1 zu 0. Das machen wir gut, das ist ein schneller Start, das ist ein Riesenfehler von Piqué da hinten. So muss das sein. Das wundervolle So, gleich da mal hätten wir 1 also zu das 1 zu 0. 0 und 16 dann wird es hier Minuten hat es weitergehen. gedauert. Ja, so nehmen wir das gerne mit. Sergio Lösen so. Roberto. Barca jetzt erstmal Und Busquets. ein bisschen verwalten hier. Douglas. Ein bisschen den Ball ein bisschen nach vorne spielen. Klasse. Sehr gut C. gemacht, Jones der hat den macht das Ball. sehr, sehr gut. Klar, Rooney, schlechte Ballmitnahme von ihm. Den spiele Ich ich bin aber ja auch nicht gespannt, wie gut die optimal. Teams Das hier ist sind. Sergio Geht er Roberto weg? und Gut Sandro gedacht, aber dann geht mit der dem Ball doch eher ziemlich daneben. schwächeren Versuch. Romero. Jetzt sind wir mal wieder lang nach vorne. Rashford macht das gut. Januzaj. Fehler Nimmt hinten. Fellaini mit. Rooney wieder raus auf Lindegaard. Der macht einen nass. Zieht nach innen. Lindegaard. Gut, Ah, dass er den dazwischen geht. wollte ich Das wäre nochmal gefährlich zurücklegen auf geworden. Wayne Rooney. Luke Damian. Dann. Ja, Lingard. wieder Lindegaard. Der macht das wieder gut. Lindegaard. Tolle Kriegt die Flanke. Flanke noch rein. Rooney. Moment, Klasse das Tor. war. 2 zu 0. Das ist genial gespielt von Lindegaard und Wayne Rooney da zusammen. Er ist heute richtig gut drauf. Das war Wir für sehen ihn das Tor Nummer nochmal. 2. Lindegaard sitzt sich da Ja, so richtig dicht geil vor dem durch. Tor wusste Bringt die Pille. Rooney nimmt den direkt mal ab. So, jetzt können wir uns den Treffer Also nochmal einfach ein genauer Fußball anschauen. sein. Das ist Diesmal aus wunderbar einer gemacht anderen von Wayne Rooney und Kameraperspektive. Lindegaard. Das 2-0 Und hat schon Rooney zeigt aufgeholt. gleich Mal mal, sehen, ob sie ihn so weitermachen. wie wertvoll er für uns ist. Wieder irgendwie sauber abgefangen, Lindegaard wieder. Ah, das ist ein schlechter Ball, aber wir passen ziemlich gut auf Smalling. Jones.
ruhig auf Sam Jones. Sei. Er treibt den Ball nach vorne, ein starker Sprint. Das ist nicht das gut gespielt. Er holt sich den Ball. Sergio Roberto, das macht Phil Jones hier wieder gut. Ja, ich will den ja verkaufen für Sergio Ramos. Erinnert euch an den ersten Part. Sergio Roberto. Und ja, jetzt gefällt er mir hier bisher ganz gut, aber ich denke, wenn das klappt, Sergio Ramos macht auch einen super Job. Sie wollen dann bin ich fest von überzeugt, dass Douglas. Oh, der zieht mal, ja, da versuche ich mit Fellini davor zu kommen. Vidal. Suarez. Das ist natürlich ein Top-Stürmer. Luis Suarez, ein echtes Stürmer, bombastisch drauf. Busquets, der geht gar nicht mal so knapp vorbei. Oh, hier oben auch ist das relativ entspannt. So entspannt habe ich das gar nicht gesehen. Rushford. Ja, kann sich da vorne in den Kopfball-Duell natürlich nicht so wirklich behaupten. Ist eigentlich nicht so praktisch. Luke Shaw. Schön abgefangen, Jones. Ja, muss er schnell spielen, macht er. Smalling, jetzt haben wir mal die Kohle. Und spielen die mal relativ solide, wollte ich gerade sagen. Dann verliere ich mir fast Lingard. Also der gefällt mir richtig gut da außen. Lingard wieder stark. Oh, das ist ein genialer Ball. Das ist mal Marcus Rashford. Rashford tut. Wieder der schlechte Ball von Rashford dann. Und wieder fängt ihn Phil Jones an. Und jetzt ist auch schon Halbzeit. Wir gehen rein in die Kabine. Und schauen mal an, ob wir wechseln werden. Ja, 2-0. Ganz gut. Ich denke, Fellaini ist ein bisschen mit der Kunde. Jetzt wieder probieren wir Bastian Schweinsteiger direkt das erste Mal aus. Und ansonsten, weiß ich nicht. Ja, Marcel schmeißen wir auch mal rein ins Geschehen für Rushford. Der hat mir bisher noch nicht so gefallen. Aber es ist auch okay gegen Gegner wie Barcelona. Wir starten rein in die zweite Halbzeit. Läuft ja bisher ganz gut. Wir führen jetzt 2-0 in diesem Freundschaftscup. Douglas. Also ich wollte mit Douglas Costa verwechselt, aber tut mir leid. Hat man einfach nicht nachgedacht. Ja, da kommt auch wieder der Douglas. Und die erste Ecke für Barcelona ist das, glaube ich. Das ist Rakitic. Der bringt den einfach mal rein. Ja, das macht er gut. Ich weiß gerade gar nicht, wer das war. Wieder Rakitic. Und Rooney. Ja, Rooney fängt den schön an. Wayne Rooney. Guckt mal. Ah, der Bein wollte ich lang da hinten auf. Macht Zell dann und ihn da in den Lauf schicken. Das wäre vielleicht ganz geil gewesen, wenn es geklappt hätte. So laufen wir leider ein bisschen hinterher. Mal wieder Ramos, sag ich schon, Busquets. Smalling, ja, wir stehen hinten sehr, sehr sicher. Oh, jetzt Phil Jones hier mit dem ersten Stolper, oder was das auch immer war. Damian, schöner bei Rooney. Sehr, sehr bei sich, da sind wir. Herrera, das ist ein genialer Ball, Januzaj, wunderschöner Pass. Martial mit der Flanke, ja, den wollte ich eigentlich nicht auf Januzaj haben. Dann wollte ich natürlich wieder auf Wayne Rooney sehen, der mir da bisher super gut gefällt. 60 Minuten sind rum. Ah, der Turan kommt rein bei Barcelona für Sandro. Luke Shaw, klasse, hat gefangen. Es wird gleich den Wechsel geben. Ja, bei der nächsten Unterbrechung. Schön aus. Kevin De Bruyne ist zu Manchester City gewechselt. Ja, den kann man besser spielen, wollte ich gerade sagen. Den konnte man auch besser spielen, Suarez. Wieder ist Phil Jones am Start, aber da geht Barca sich den Ball nochmal wieder, kommt nochmal über Rakitic, die spielen das jetzt mal gut, das ist Roberto und der probiert das. Aber Romero ist zur Stelle, ist das erste Mal da, ist das erste Mal richtig gefährlich. Und Iniesta kommt jetzt auch noch rein, also Barca geht jetzt hier in die Vollen. Gibt jetzt hier alles, die wollen natürlich noch mindestens einen machen hier. Schweinsteiger, oh, das macht er richtig stark, das macht er richtig stark. Das ist nämlich eine Spieleröffnung, die wir jetzt mal brauchen über Lingard. Kommt jetzt die Flanke rein? Können wir uns behaupten? Ah, können wir leider nicht, aber der holt sich den wieder. Der Lingard, der macht hier ein richtig geiles Spiel. Herrera, Rooney. Den spielen wir jetzt einfach mal schnell. Das ist genial gespielt und das ist nicht das 3-0 von Lingard. Nicht das 3-0, ärgerlich. Das gucken wir uns nochmal an. Das ist wunderbar gespielt gewesen von unseren Jungs. Und dann macht Lingard den Ball leider nicht rein. Ah, schade. Wäre schön gewesen, wenn wir einen 3-0 gegen Barcelona direkt mal gehabt hätten. Aber so bleibt es hier ein bisschen spannend. Wenigstens Alex Vidal. Oi, oi, oi.
Ja, den probiert er, aber der ist eher nicht so gut, der Schuss. Ja, Barca kommt nicht richtig rein. So richtig gefährlich sind sie bisher noch nicht gewesen. Ein, zwei Chancen vielleicht da gehabt. Rooney macht das wieder gut. Jetzt sind wir wieder im Konter. Sehen wir, also hinten ist Martial. Und er kann den nochmal querlegen. Kriege ich jetzt nicht. Oh, das wollte ich so gar nicht. Ja, das war ein bisschen zu hektisch, ein bisschen schwach gemacht. Barca spielt den raus auf Arda Turan. Der kommt jetzt nochmal. Kommt Barca hier doch noch zum Treffer. Ich hoffe, nein, Damian macht das sehr, sehr gut. Gehen jetzt hier auf einen offenen Schlagabtausch mit Barca, gehen sich hier in die Offensive. Das ist ein guter Ball von Rooney, das ist Martial. Und das ist ein massives Tor von Barca. Nicht deswegen die Bravo. Und der hält den Ball. Das ist ja doch jetzt ein offenes Spiel. Spielen den bei Mike Kurz. Aber Lingard, der macht das stark gegen 3. Und probiert es einfach mal. Und es gibt Handelfmeter. Ja, es gibt Handelfmeter. Ich habe das Handspiel tatsächlich mal eingestellt für diese Karriere. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, wie das so läuft. Und für mich war das auch ein klarer Elfmeter. Rooney jetzt gegen Masip und das ist das 3:0. Wieder Wayne Rooney. Also das ist ein Start von Wayne Rooney. Nochmals, also das gefällt mir richtig, richtig gut, der Wayne Rooney. Klar, so ein Elfmeter, den schiebt man rein, da gibt es nicht viel zu diskutieren, aber... Das eine Volley-Tor auch und das andere wunderbar gemacht von ihm. Also, ich bin erstaunt, wir kommen relativ gut mit unserer Mannschaft klar, es klappt alles soweit ganz gut. Gewinnen ja das erste Testspiel definitiv gegen den FC Barcelona. Mal gucken, vielleicht legen wir hier sogar noch einen drauf. Janusai, starker Pass. Luke Shaw, das ist überragend gespielt. Luke Shaw, ah, kriegen wir nicht in die Mitte. Also kriegen wir schon in die Mitte, aber finden keinen Abnehmer. Die Ecke nehmen wir nochmal mit, machen wir so wie eben. Das hat ganz gut geklappt. Da gab es den Elfer, Lindegaard. Diesmal flanke ich ihn mal rein. Und da kommt Masip raus, fängt das Ding ab. Herrera aber stark und da ist wieder Rooney. Aber Rakitic ist diesmal da. Ja, Barca kontert nochmal. Und das ist, was ist das denn? Chamorro, den kenne ich überhaupt nicht. Und da ist ein Bartra mit vorne. Romero macht das gut, aber dann... Uiuiui, ja, Romero holt sich die Pille. Den mache ich jetzt lang raus, damit er nicht noch irgendwas anbrennt. Und dann ist Schluss, vorbei. Wir gewinnen unser allererstes Spiel in unserer Karriere. Ist schon ein Freundschaftsspiel in diesem... Ja, was heißt Freundschaftsspiel? In diesem Cup hier gewesen, in diesem Freundschaftscup. Durch 3 Treffer mit durch Wayne Rooney. Wir gucken uns auch mal... Sieht man bei dem Elfmeter? Ne, sieht man nicht. Ich dachte, wir sehen nochmal den Hand... Das Handspiel. Das sieht man hier leider nicht mehr. Und ja, wir gewinnen das erste Spiel mit 3:0. Dreimal Wayne Rooney, wie ich eben schon sagte. Oh, Bayern gewinnt 3:0. Valencia 4:0. Juve 4:0. Die sind auch alle ein bisschen am Start. Und gut drauf anscheinend. Ihre Anfrage zu Tielemans. Da haben wir direkt noch mit drin. 19 Millionen verlangen die. Da schauen wir dann aber im nächsten Part mal rein. Macht's gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder.